Okay, lala, 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 lala. Wir gehen jetzt auf jeden Fall braten. Und danach gehen wir, keine Ahnung, wir müssen aufs Braten warten. Verdammt. Wir gehen nochmal in die Monster Arena. Arena. Wir nennen es Monster Arena. Gehen dann einmal in die Monster Arena, werden dort auf jeden Fall wieder Monster farmen. Vielleicht werden wir dann Level 30 und holen uns das gute Upgrade Dornen und so. Können dann auf irgendeinen Rüstungsteil das dann anwenden. Wäre eine nice Sache natürlich. Nam, 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 schöne Schmiede, schöne Schmiede, schön, aua, Schmiede, auch super kranke Halle. Ah, da fehlt ja die Auslöschung, deswegen haben wir auch noch 8 Dingens, Glowstone, ja richtig, für diese Hangarhalle haben wir sie, komm, wir verbauen das jetzt, ne, wir stellen jetzt erstmal zum Braten, danach leuchten wir aus und danach gehen wir Monster jagen. Ja, boah, ich, jedes Mal, wenn es hängen bleibt, ich habe so Schiss, dass jetzt die Aufnahme für den Arsch ist, Alter. Ich habe so was von Schiss. Da ist meine Hose in Sekundenschnelle voll, wenn ihr wisst, was ich meine. Mit so einer dicken Bombe, die dann so bei mir einschlägt. In die Hose, zerreißt, die Hose explodiert dann und keine Ahnung. Oh mein Gott, wir haben kaum Kohle, wir müssen unbedingt jetzt in die Höhle rein, ein bisschen Kohle hacken gehen und wieder mal so ein Stack Kohleblöcke mitbringen. Okay, einmal die ganze Kohle rauslegen. So, 6, 7, 8, super, 9, 10, 11 und 12. So, 12 Dinger. Jetzt müssen wir die ganze Kohle auf 12 Dinger verteilen. Boah, ich weiß nicht, wie wir das genau verteilen sollen. Ja, komm, einfach mal 16 hier so reinhauen. Hoffentlich reicht das. Ich denke nicht. Das ist das Problem. Verdammt, die ganze Kohle schon leer. Hey. Wir sollten jetzt ein bisschen sparsamer umgehen. Weil wir haben auf jeden Fall nicht genug Kohle. Dabei hier irgendwie. So, hier haben wir genug. Ja, ja, hier auch noch. Oh, wir haben ganz viel Kohle. Können wir hier einen 16er. Hier ein 16er. So 16 Bars, Alter. Ja. So, wo haben wir nochmal? Okay, überall reicht jetzt die Kohle. Okay, so. Alles brät sich ganz fein. Verdammt, wir brauchen nur die Kohle. So, der nächste Höhlentrip steht schon bald an. So, wir machen einmal die Tür zu und gehen einmal Glowstone bauen. Nam 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 rüber jump. So, wo bauen wir einmal Glowstone rein? Wo können wir Glowstone reinhauen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht hier oben? Ja, aber das sieht so doof aus. Wollen wir das hier so zubauen, so ein Half-Slip, dann sieht es auch ganz dumm aus. Hm. Ich weiß gar nicht, wie wir das genau machen könnten. Ja, wir müssen überlegen, wo wir... Wir nehmen einmal diese Blöcke hier. Ach, das ist so ein Doppelding. Dann bauen wir hier so 2 Glowstone-Blöcke rein. Da auf der anderen Seite auch. Hallo, Boot. Hallo, sagt das Boot. So, hier auch nochmal. Zack, zack. So, 2 Glowstone-Blöcke jeweils. Dann müssten wir... Wo ist hier die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt hier 2. Wir haben kein helles Holz mehr. Ja. Ja, und dann könnten wir da 2 Glowstone-Blöcke da auch noch. Und dann sollte vielleicht die Auslöschung reichen. Wir haben auch dann genau genug Glowstone-Blöcke. In der Nacht müssen wir mal schauen, ob es das überhaupt rausreicht. Diese ganze Ausleuchtung müssen wir dann auch mal schauen. So und so. Da auf der anderen Seite hier. Da auf der anderen Seite. Gibt's auch. Ich hoffe doch, wir sind hier. Genau, doch, sollten richtig sein. Perfekt. So, jetzt laufen wir einmal auf die andere Seite. 1, 2. Okay. So. Super. Perfekt. Perfekt. Das sieht doch schon mal richtig nice aus. So, jetzt gehen wir einmal in die Monsterfarm und wir werden einmal Monster rasieren. Sie haben noch keine Glatzen, die Monster. Beziehungsweise die haben vor den langen Bart, ja. Den rasieren wir jetzt einmal ab. Boah, ich kenne Leute, die haben Bart
sich wachsen lassen. Wenn man denen sagt, ja komm, komm, jetzt rasieren wir mal dir den Bart ab, dann werden sie richtig so aggressiv, so, ey, nee, Alter, wehe, gleich gibt's aufs Maul. Das ist dann immer so lustig. Oh ja, das ist dann immer so lustig. Weil, ich kann schon verstehen, für viele ist es ja, also ein Bart, so einen langen Bart sich wachsen zu so einem 3-Tage-Bart, dauert 3 Tage. Also bei den meisten zumindest, denke ich ja mal. Durchs Skelett. Aber so einen langen Bart sich wachsen zu lassen, dauert schon etwas länger als einfach nur 3 Tage alt, ja. Und da haben sie schon sozusagen ein bisschen Arbeit rein investiert und dann die ganze Arbeit einmal so patz und abrasiert ist schon etwas, was sie halt nicht haben wollen. Und bei einigen Leuten ist auch noch so, boah, jetzt ist hier gerade so viel Monster gespawnt, so viele Skelette, es ist auch so, dass sie einen nicht so starken Bartwuchs, ah verdammt, ich habe doch das gewechselt, so, nicht so einen starken Bartwuchs haben und bei ihnen dann es länger dauert, sich den Bart wachsen zu lassen. Und falls man denen dann sagt, komm, lass mal Bart abrasieren, also falls er so einen 3-Tage-Bart hat, jemand, und man dem sagt, ja komm, lass mal abrasieren, dann wird auch richtig aggressiv, ey, ich gib's das mal, weil bei einigen dauert ein 3-Tage-Bart 2 Wochen. Ja, also bei mir dauert es 3 Tage natürlich. Bei einigen anderen 2 Wochen. Oder so. Und dann werden sie auch richtig aggressiv und das finde ich immer ganz lustig. Aber ja, ich lache, weil bei mir geht das natürlich alles ganz easy und ganz schnell und bei einigen anderen halt nicht so schnell und deswegen ist der Bart ihnen halt viel wert. Ich finde Bart so richtig beschissen. Am besten würde ich mein Bart ganz abgeben. Hier, ich könnte mein Bart haben. Ich habe keinen Bock drauf, weil das Rasieren, das fuckt schon ab. Also ist schon nervig und so. Und keine Ahnung, also ich bin eher ohne Bart lieber unterwegs. Auch wenn ich dadurch etwas jünger wirke, als ich bin. Bin ich halt ohne Bart besser. Also generell gerne, mehr gerne dran, so wie man das sagt. Und ja, das ist halt so. Okay, so, jetzt gehen wir mal zurück und besorgen uns Dingens. Steine. Ob da auch ein paar schon gebraten sind. Sollte die Hälfte kommen. Bitte sagt die Hälfte. Sag die Hälfte. Wie viel? Okay, wir haben noch ein bisschen Uhrzeit. Wo sollen wir? Wir müssen ein Schwimmbad bauen und das dort drüben verbauen bei dem Dingens. Wie heißt das? Baumhausvilla. Nein, Tropenholzvilla. Oder Tropenwelle, keine Ahnung, wie wir das auch nennen können. So habe ich gerade die Tür zugemacht, keine Ahnung. So, okay, nicht schlecht. Das sollte dann reichen, weil wir haben so viel verschieden gebraten. Also, jeweils immer die Hälfte. Dann haben wir auch für später etwas. Da können wir nochmal hier später reinkommen, dann auch wieder einsammeln. Da haben wir jetzt nicht das ganze Inventar voll. Mit Steinen. Ist auch eine nice Sache. So, wir fahren nochmal rüber. Ab zur Hangarhalle. Das Boot besorgen, was wir dort einmal stationiert haben. Ja, geparkt. Auf. Ah, scheiße, da ist ein Craft Table. Jetzt habe ich keinen Bock da unten. Nach oben drauf. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, komm, wir gehen ja mal jetzt hier oben drauf und bauen das. Ah, ja. Ja, super. Wir haben leider kein. Ja, egal, so hat es gereicht. Wir haben leider keine Erde. So, jetzt haben wir es abgebaut. Jetzt können wir hier runtergehen. Top, top. Ging schneller als ich dachte. Ich hab gedacht, oh, jetzt müssen wir uns irgendwie lange hochbauen, ey. Nein, Boot, wieso bist du da drüben? Komm zu Daddy. So, okay, los geht's. Brumm, brumm. Nee. Jetzt hier durch den Gang. Boah, ich hab gedacht, dass er ein Creeper ist. Aber nein, das ist nur ein Erdblock. Nur so mit schwarzen Punkten und so. Hier durch. Und einmal nach links. Wir müssen das ganze Ding hier abbauen, ja? Damit wir da hier schneller rüberfahren können. Anstatt immer hier irgendwie Runden zu drehen. So, wir können auch sofort anfangen zu bauen, weil wir müssen das hier bauen. Wir müssen ja erstmal alles abbauen. Ja, komm. Wir fangen das mit dem Abbauen dort drüben an. Oh, Junge, Alter, was ist los, Boot? Was ist los, hä? Vielleicht gehen wir auch erstmal pennen. Ich denke, das ist echt die bessere Idee. Wir gehen einmal nach oben. Nein, Boot. Jetzt fuck nicht ab. Nein, Boot. Wieso? Hör auf zu fliegen! Boot! Ich denke, wir sind schon da drin! Ah, wir können fliegen! Oh mein Gott, wie verbuggt ist das verfickte Boot! Mein Gott! Ach ja! Habt ihr das gesehen? Verdammt! Das Boot ist auf jeden Fall... Boot?
Boot! Hurensohn. Ja, das Boot ist manchmal etwas komisch. Oh, haben wir. Naja, keine Holz. Wir brauchen auch Holz. Runterzufallen ist, denke ich, tödlich. Deswegen müssen wir jetzt hier schnell Zaun hinbauen, damit wir hier nicht außerdem hier runterfallen. Weil das ist natürlich echt gefährlich. So, weil hier kann man auch noch runterfallen, wenn man jetzt an der Seite hochgeht. Aber man muss ja hier nicht unbedingt hochspringen. Falls man nicht springt, ist alles ganz, ganz sicher. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall warten, bis die Sonne noch etwas weiter tiefer runtergeht. Ach, das doofe Boot. Vielleicht holen wir jetzt schnell das Boot nach oben. Und wir morgen schneller unterwegs sind. Dam, da, dam, 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 da, da! Boot, wir spielen jetzt hier kein Bootball, ja? Wir spielen jetzt hier. Boot, du fährst jetzt nach oben, perfekte Scheiße. Nein! Komm, Boot! Fahr nach oben, so. Also ich kann es mir jetzt hier leisten, irgendwie, irgendwie auch nicht die ganze Zeit hochzufahren. Alter Boot, jetzt. Wir sind schon oben. Ich weiß es doch schon. Boot, wenn wir jetzt aufsteigen. Ah, ich wusste, dass wir schon oben sind. Aber das Boot schwimmt noch nach oben. Ja, das ist natürlich echt eine nice Sache. So, jetzt gucken wir mal, ob das Boot jetzt hier wegschwimmt. Boot! Boot, komm nach oben. Komm, Boot. Ja. Ja. Boot, du bist oben. Super. Bleib schön da. Wir gehen jetzt kurz schlafen. Danach machen wir Bootspringen wieder. Das gute alte Bootspringen. So, ab ins Bett. Nam, 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 nam. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Boot springen. Ich komme. Nein, Boot. Okay, es schwimmt nicht weg. So, jetzt schon einsteigen. Hua, hua, hui, hopp. Ich. Boah, fast runtergefallen. Ha, ich will ins Boot einsteigen. Junge. Alles klar. Hurensohn. Nein. Nein, jetzt ist das Boot ein einziger Stein. Nein. Alter, leck mich doch am Arsch. Alter, leck mich. Das Spiel ist gar nicht verbuggt. Nein. Und das rechne ich das arme Boot. Boot, wieso? Kannst du es mir bitte erklären? Ach, keine Ahnung. So, los geht's. Verdammt, jetzt haben wir uns scheiße hier platziert. Na, Boot? Nein. 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 Nein, 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 nein. So, jetzt können wir schwimmen. Boah, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn wir auf das andere Boot landen würden. Würden wir sterben, keine Ahnung. So, mit dem Boot können wir nicht viel anfangen. Wir können es leider auch nicht abbauen, weil es halt kaputt ist. Beziehungsweise am Buggen ist. So, dann können wir auch sofort hier anfangen, das hier alles abbauen. Dann rennen mit dem Boden hier aus Stein. Ich weiß nicht, wieso wir das machen. Sollen wir das machen? Ich weiß nicht, ob das echt so eine gute Idee ist, weil hier einfach so ein Gang, finde ich, echt sieht echt doof aus. Wir sollten den Gang hier so ausleuchten. Das ist echt eine nice Sache, ja. Später müssen wir auch noch irgendwie so Bohlen hinbauen aufs Wasser, damit das Wasser auch ausgeleuchtet ist. Das muss dann auch alles noch sein. So. Du war Zombie, verreck doch, du Hurensohn. Halt deine verfickte, dumme Fresse. Was für Beleidigungen kenne ich noch, die ich dem Zombie sagen kann? Du dummer Hurensohn. Ja, ist klar. So. Pop, pop. Boah, sind wir echt schnell unter Wasser. Nicht unter Wasser, sondern im Wasser, boah. Ich liebe es einfach. Ich liebe diese Schuhe. So, machen wir erstmal den Rand. Erstmal den rechten Rand, danach den linken Rand. Und danach dann den Boden auch. So, wir bauen das mit der Erde ab. Die Erde geht am schnellsten. Brauche ich gleich eine neue Schaufel. Weil die Schaufel wird es nicht mehr lange tun. Ah, Mensch. Doch, haben wir. Ah, wir haben eine Diamantschaufel. Ja. Aha, wir haben eine Diamantschaufel. Das ist natürlich ganz nice. Bauen wir die Erde übel schnell ab. Da, 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 ganz viel Steinziegel kommen. Hin. Nice Sache. So. Kommt hier nochmal weiter. Tap, 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 tap. So, okay, die rechte Seite ist fertig. Jetzt müssen wir eine linke Seite machen, ja. Da, 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 ich weiß nicht, wo du Hurensohn Zombie bist. Ich weiß es nicht. Zeige dich. Meine Lines sind nicht ganz real. Also, Lines, Rap-Lines, obwohl das gar kein Rap ist, sondern keine Ahnung was. Irgendwie einfach nur
Gesinge, keine Ahnung, ja, nee, ich würde es nicht sagen Gesinge, sondern einfach nur Gelaber, doofes Geschwätz ohne richtigen Sinn. Ja, halt Standard. Okay, die Diamantschaufel baut nicht viel schneller ab. Kann ich nur sagen. Da sind natürlich ganz doof. Ich habe gedacht, die Diamantschaufel macht Rasur, aber nein. Also, wir haben da noch Steinziegel. Nam, 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 nam. Steinziegel. Wir verbauen dich. Boah, ich hoffe doch, das sieht gut aus. 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 Wir brauchen unbedingt wieder Glowstone. Okay, so. Alter. Ah. Warte, ist der Hurensohn hier drin? Warte, warte, warte. Never! Never! Nein! 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 Das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Hurensohn hier drin spawnt. Komm raus! Ich würde dich umbringen. Ah! Es ist doch nur 2 hoch! Das ist nicht real! Hä? Monster brauchen doch nur 3 hoch! 3 hoch brauchen Monster! Alter Hurensohn! Hurensohn! Wir haben keinen Fackel. Ah. Wir haben auch keine Kohle. Ja, dann, ja, irgendwann mal später machen wir das. Ja, leider ist es so. Dann kann man wohl nichts ändern. Okay, doch, wir können die alle einsammeln. Okay, dann bauen wir einmal hier den ganzen Sand ab. Lalala, wir bauen ein bisschen Sand wieder. Na, 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 na. Och nein, wir sind, ach nein, wir werden jetzt unter Wasser sein. Unter Wasser bauen wir ja alles übelst langsam ab. Mal schauen, wie schnell die Erde geht. Oh mein Gott, langsamer als mit der Diamantspitzhacke. Oh mein Gott. Mein Gott, oh, jetzt zu langsam hochschwimmen. So, jetzt dann müssen wir uns irgendwie an der Oberfläche halten. Immer beim Abbauen hier irgendwie. So, tricky. Wo müssen wir das machen? So, mit einem Trick. Falls man ganz unter Wasser ist, dann baut man langsamer ab, als wenn man nur hier so halb irgendwie unter Wasser ist. Finde ich echt komisch, obwohl wir hier unter Wasser abbauen. Komisches Spiel. Komisch mit dem Boot inklusive. Irgendwie funktioniert hier alles in Minecraft mit dem Booten, mit dem Wasser nicht ganz so einwandfrei. Das mit dem Unterwasserabbau, das mit dem Boot, die ganzen Buggies, Leggies, keine Ahnung, wie man das nennen kann. Echt nicht so eine nice Sache. Oh mein, jetzt müssen wir so viel abbauen. Hab keinen Bug drauf. Kann das jemand für mich erledigen, ja? Das wäre echt eine nice Sache. Ach, komm schon. Man muss ja auch Stein sein. Na, jetzt müssen wir die Spitzhacke raushauen, die bald kaputt ist. Und die neue Spitzhacke hat, doch, die neue Spitzhacke hat, denke ich, Effizienz. Das ist ganz gut. Ich hoffe doch, dass sie Effizienz hat. Ich denke, die hat Effizienz. Die anderen Spitzhacke, die wir noch hatten, die hatte, denke ich, Effizienz. Chop, 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 langweilig. Ich hasse es, was abzubauen, ohne ein Thema zu labern. Das ist ganz doof. Ich hasse es. So, wir überlegen wieder, was ist in den letzten Tagen in der Welt so passiert? Was ist passiert? Was ist denn so passiert in den letzten Tagen? Ich weiß es gar nicht. Boah, EU. Nee, ach, Nordkorea. Nordkorea, richtig. Nordkorea. Warte, ist Nordkorea? Nicht Südkorea? Ich weiß nicht, das diktatorische Korea da, ihr kennt das bestimmt. Der Kim Jong-un, ja, der gute alte Kim Jong-un, habt ihr bestimmt schon News gehört, Euronews, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch guckt, auf jeden Fall der beliebteste Sender hier in Europa, irgendwie sagen die immer. Ja, auf jeden Fall, der hat eine dicke Bombe fallen gelassen, ja. Und zwar eine Wasserstoffbombe oder so. Dann die ganze Welt wurde erschüttert. Also im Massensinn des Wortes. Ein Erdbeben, das sogar hier in Deutschland gemessen wurde. Ich weiß gar nicht, welche Stärke. Also, ja. Haben die da auf jeden Fall starten lassen. Und die ganze Welt hat Angst bekommen. Inklusive der USA. Und die USA haben sofort gesagt, oh, Sanktionen, auf gar keinen Fall Atombombe. Beziehungsweise Wasserstoffbombe. Und diese Wasserstoffbombe, die hat auch radioaktive Strahlung. Strahlt die aus, also nachdem sie explodiert ist. Ich habe gedacht, Wasserstoffbomben sollten einfach nur eine dicke Explosion haben, ohne radioaktive Strahlen. Aber anscheinend haben sie auch radioaktive Strahlen. Was ich für ganz komisch finde. Also bis jetzt hat auch noch niemand eine Wasserstoffbombe, denke ich, explodieren lassen, weil Wasserstoff ist sehr explosions
willig oder so, oder wie man das so nennen kann. Es explodiert, denke ich, auf jeden Fall sehr, sehr gerne, weil es man es irgendwie, denke ich, mit der Luft verbindet. Weil dann wird es, denke ich, zu Wasser. Oder? Also H2, nee, H2 ist Helium. Ah, keine Ahnung, ihr interessiert euch bestimmt auch eh keinen Scheißdreck für Chemie und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat er das starten lassen. Die ganze Welt hat Angst bekommen. Sanktionen sind losgegangen. Die ganze, das andere Korea, der andere Teil von Korea, der andere Teil hat auf jeden Fall gesagt, oh nein, also sind auf Proteste und so gegangen, nein, auf gar keinen Fall, macht noch mehr Sanktionen gegen die verrückten Typen, die die Bombe, sie machen jetzt Waffentests und so, von ihrem Arsenal und so weiter und so fort, und da haben sie gesagt, verbietet ihnen die Tests und so weiter und so fort, weil sonst greifen sie halt dann das andere Korea an und nehmen es ein, weil die sind einfach riesige Feinde, die beiden Koreas, sagen wir es mal so, ja, die beiden Koreas sind Feinde. Also Süd- und Nordkorea sind sehr stark befeindet. Also eins ist demokratisch, das andere ist diktatorisch. Und wie man so gerne weiß, beide haben andere Ideologien, ja, und kämpfen gegeneinander. Und die USA unterstützen natürlich das, was demokratisch ist und setzen natürlich dann Sanktionen einfach mal drauf und natürlich haben die auch Angst, weil ich denke, die haben dann dem Korea, das diese Bombe fallen gelassen hat, angedroht, oh, es wird Nacht oder wie, oh doch, es wird Nacht, vielleicht kriegen wir das noch zu Ende gebaut, haben sie angedroht, ja, wenn ihr noch weiter solche Tests durchführt, wenn ihr so weitermacht, dann gibt es einen Krieg gegen die ganze Welt. Und Kim Jong-un hat einfach nur gelacht, ha, 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 was kannst du mir machen, ne? Das war auch eine nice Sache. Ach ja. Und mittlerweile wird ja gesagt, dass das alles einfach nur ein Verarsche ist, dass das einfach nur, ja, zusammengeschnitten ist aus alten Aufnahmen und so und alten Tests und dass diese ganze dicke Explosion, die dort stattfand, einfach nur ganz viel Sprengstoff auf einem Platz war. Weil man kann auch eine Atombombe machen ohne Radioaktivität, also oder so eine Wasserstoffbombe, falls man einfach nur ganz viel Sprengstoff auf einem Platz platziert und das dann halt sprengen lässt, dann passiert dann halt auch das gleiche wie mit der Atombombe. So, einfach mal da rein, brumm, 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 brumm. Und viele sagen, das ist einfach nur, nicht viele, sondern ich habe es nur so halb mitbekommen, dass da die auch das halt so machen konnten. Also halt einfach nur ganz die Sprengstoffe auf einem Platz, um nur die ganze Welt in Angst und Schrecken zu verleiten. Keine Ahnung. Ja. Und ich weiß nicht, was jetzt wahr ist, was falsch. Das sind nur Gerüchte, dass es einfach nur ganz viel Sprengstoff auf einem Platz ist. Und ich weiß nicht, ob das auch wirklich so stimmt.